Die Story zu diesem PC ist super wild, aber die erzähle ich dir gleich. Damit willkommen bei Fix My PC, wo ich dir einfach helfen möchte, deinen defekten PC zu retten, damit du wieder entspannt zocken kannst. Und äh, ich würde sagen, lass einfach mal reinschauen, was er in seiner Bewerbung geschrieben hat, und dann folgt die Bestandsaufnahme von diesem sehr speziellen System. Los geht's. Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, Dominik hat sich größte Mühe gegeben, um erstens den PC super zu verpacken. Credits gehen dafür raus, mein Lieber. Und zweitens das Problem selbstständig zu lösen. Aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Das Ganze hat er auch dokumentiert, was er gemacht hat, in mehreren E-Mails. Aber ich habe ihn gebeten, das ist so umfangreich, mach das Ganze bitte noch einmal als bestmögliche Kurzfassung. Der PC ging eines Tages nicht mehr richtig an. Gehäuselüfter drehen, LDs waren an, aber die Lüfter der GPU und des CPU-Kühlers hörten kurz nach dem start auf zu drehen es wurde auch kein bild mehr ausgegeben daraufhin machte ich meine pc mehrfach an und aus und dann ging er wieder plötzlich als wäre nichts gewesen dann wechselte ich abwechselnd ram grafikkarte die mainboardbatterie und zum schluss das netzteil aus nach dem wechsel des netzsets ging der pc dann auch kurz wieder jedoch nicht lange dann brachte ich meinen pc zu einer reparaturservicefirma jedoch konnten diese mir auch nicht helfen Zunächst einmal haben wir hier ein LC Powergehäuse und das ist designtechnisch schon sehr speziell mit dieser, na naja, Halbierung des Sichtfensters zugunsten einer Airflow-optimierten Seitenwand. Geschmäcker sind verschieben, schreib gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Denn ich finde, gerade wenn der PC auf dem Schreibtisch sieht, steht, dann hast du von dem Innenraum deines PCs mit Blick darauf nicht wirklich viel. Das Seitenteil besteht dann aus zwei kleineren Bauteilen und verbirgt dahinter zunächst einmal eine wunderschöne Sapphire Nitro Plus RX 5700 XT. Wir haben hier eine schöne Ballistics Arbeitsspeicherkonfiguration, also quasi von Crucial. Wir haben hier einen AMD Boxkühler und darunter sitzt ein Ryzen 5 3600X auf diesem, ja, muss ich echt sagen, schönen Asus X470 Mainboard. Wir sehen aber auch ein wildes Netzer, denn wir haben hier offensichtlich die Ketchup-Senfkabel mit am Start. Das ist soweit Standard. Dann haben wir hier aber bei dem 24-Pin auf einmal ja Klebeband drumherum, damit man eben die einzelne Ader nicht sieht. Dann wurde das Ganze noch angemalt. Also der Stecker ist ja genauso wie hier rot, also noch angemalt. Und oben das Ganze ohne Klebeband, aber eben angemalt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn dieser PC von einer Reparaturfirma gebaut wurde, dass da so klar ein paar kleine Fails sind. Und zwar im Sinne von, hier zum Beispiel diese USB dort lässt sich nicht nutzen, weil eben dort die Lasche der IO Blende mitten im Anschluss sitzt und beispielsweise sitzen auch so ein zwei Kabel hier auf dem Mainboard nicht richtig drauf das sind Kleinigkeiten aber im Endeffekt ja warum ist es denn so? Warum wurde dieser PC von der Reparaturfirma gebaut? Dominik hat seinen PC zu einer Reparaturfirma gebracht, die hat er nicht namentlich genannt, aber ich vertraue einfach mal auf seine Aussage. Und er sagte es, kurz und knapp, großer Fehler. Denn dieser PC, den er dort hingebracht hat, auf Basis eines AeroCool-Gehäuses, kam so zurück, denn das Gehäuse wurde von der Reparaturfirma beschädigt. Das ist doof, Fehler passieren. Okay, es ist halt nur die Frage, wie man damit umgeht. Und er hat kostenlos dieses LC Power Gehäuse bekommen. Ja, ich finde ich gut, aber anderweitig hätte ich vielleicht dann anstatt der Reparaturfirma gefragt, Pass auf, lieber Dominik, welches Gehäuse möchtest du? Also wir haben vielleicht das und das im Angebot. Und welches möchtest du? Weil ich persönlich habe jetzt einen schwarzen PC, wenn ich auf einmal einen weißen habe, Passt das vielleicht zu meinem Setup oder gefällt mir das Gehäuse grundlegend überhaupt? Aber schauen wir mal das Netz an, weil ja, ich habe jetzt doch wirklich null Ahnung, was jetzt hier dahinter ist und vor allen Dingen auch, wie das Kabel Management aussieht, interessiert mich brennend. Und das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Man kann es nicht abstreiten, Netzteile von diesem einen Hersteller haben hier auf diesem Kanal noch nicht mit Glanz und Gloria überzeugen können, denn hier drinnen schlummert ein Xilence 800 Watt Netzteil, die genaue Bezeichnung XP800 in der Version 135 R3. Schaut man sich das Ganze auf Guidesets an, haben wir hier ein Netzteil, was 2009 vorgestellt wurde und damit super alt ist. So, der Gerät ist verkabbelt. Dann noch etwas in eigene Sache. Und zwar suchst du ein Mousepad, dann bist du hier genau richtig. Und zwar bei meinen ZHR Mousepads. Link dazu in der Beschreibung, kurz das Ganze erklärt. Wir haben hier ein Mousepad mit 900 x 400 mm einer sehr geilen Oberfläche, die erstens auch wasserabweisend ist. Das Wasser oder das Flüssigkeitgedöns, was du vielleicht mal verschwinden solltest, zieht nicht gleich ein. Dann passt jede Maus perfekt dazu, denn Mäuse gleiten einfach perfekt hier drüber. Super leicht. Schöne Oberflächenstruktur, schöne Designs gibt es drei Stück an der Zahl. Das hier ist zum Beispiel die Polygon Edition. Und auch hier muss ich ganz klar sagen, mir gefällt die Druckqualität schon richtig gut. Weil ansonsten, wenn es schlechter Druck wäre, Warum soll ich es denn bewerben? Also, falls ihr Bock habt auf ein geiles Mousepad zu einem Ferienkurs, checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung ab. Und ich würde sagen, wir geben hier Strom auf diese Büchse. Warte, wo ist der Stromschalter? Hier ist er. Und wir geben Strom. Und es geht los. Also zumindest hier leuchtet schon was. Und wo ist Power Button? Hier ist Power Button. Los geht's. Also, Fakt ist ja, dass der PC mal angeht, dann funktioniert und mal dann wieder ausgeht. oder er startet gar nicht mehr. Okay, piep, da kommt was, da kommt was. BIOS-Version 6063 von der Benennung her schon relativ hoch, also würde ich sagen, auf jeden Fall eine etwas neuere, passt aber auch zusammen mit der CPU, weil ansonsten würde es hier einfach nicht funktionieren und der Arbeitsspeicher, dessen Kapazität beläuft sich auf 16 GB und die Module können lediglich 2666 MHz in der Theorie zwei davon, denn zwei davon wiederum nur 2400 MHz und deswegen fällt der gesamte Takt aller Arbeitsspeichermodule auf den geringsten Takt von einem Modul oder zwei Modulen in diesem Fall und das sind 2400 MHz. So, was wir sehen ist, zunächst einmal verhält sich die CPU korrekt. Wir haben einen Takt auf allen Kernen von 3,9 GHz, das passt. Das Ganze bei 1,21 Volt, auch fein. Und dadurch gibt sich eben eine Temperatur von 61, 62 Grad. Also, das passt aus meiner Sicht. Deswegen schauen wir gleich einmal, ob wir diesen Test auch bestehen, den Cinematch R20 Multicore-Test. Gut, und da haben wir das Ergebnis: 3500 Punkte. Das ist noch in Ordnung. Ich habe gerade mal geschaut, bei CPU Monkey gibt es diese CPU mit 4,2 Gigahertz und dort erzielt das Ganze quasi so knappe 200 Punkte mehr. Dadurch, dass wir eben einfach mit 3,9 Gigahertz takten, sieht das für mich aber erstmal vollkommen fein aus. Dann. Sehen wir jetzt hier den Firestrike-Test und ich muss sagen, bis dato läuft das auch soweit gut. Aber, und das ist mir gerade aufgefallen, das Netzteil ist jetzt auf jeden Fall wahrnehmbar durch diese Belastung aus CPU und GPU. Ja, was soll ich dir sagen? Nach über 20 Minuten läuft das System immer noch. Ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit mal mit dem Thema Beleuchtung beschäftigt und hier ist es ja so, wir haben vier dieser Fractal Design Lüfter und die besitzen einen ARGB Anschluss und der einzelne oder der einzige ARGB-Header, der hier existiert, ist eben der von dieser Grafikkarte. Das ist ein spezielles Feature, das bieten nur wenige, wenige Grafikkarten. Ja, aber dann ist mir dann doch aufgefallen, irgendwie passt doch hier irgendwas mal so gar nicht. Denn während wir eigentlich gerade 18.36 Uhr haben, steht das System bei 18.30 Uhr und das Ding ist wirklich einmal komplett hängen geblieben. Gute Nachrichten. Zwecks der Lüfter, sie leuchten mittlerweile. Ich habe jetzt doch noch einen solchen externen, ja, RGB-Controller mit ein paar Grundfunktionen gefunden in meinem Repertoire, angeschlossen per SATA und natürlich ganz normal mit jetzt 3 Pin und die Dinger leuchten. Damit haben wir die Bestätigung, dass zumindest der Header entweder defekt ist oder die Grafikkarte selber irgendwas hat. Zumindest leistungstechnisch funktioniert sie noch. Ich werde jetzt aber hier darauf verzichten, die Software darauf zu installieren, denn mein Test-Windows-Betriebssystem ist frei von RGB-Software. Ich hatte da in der Vergangenheit nur noch irgendwann Probleme mit, wenn alles ständig hoch und runter pro System installiert wurde. Das ist irgendwann so grütze, das System. Deswegen mache ich das nicht mehr. Fakt ist aber, hier dran funktioniert es nicht. Knapp 90 Minuten später ist exakt das eingetreten, was der Besitzer geschildert hat: dass der Lüfter vom CPU-Kühler sich nicht dreht, dass die Grafikkarte nicht leuchtet und dass auch dessen Lüfter sich nicht drehen. Und ehrlich, ich habe das Ding einfach nur vor 90 Minuten ausgemacht, habe was anderes gemacht, habe mir gedacht: Ey, nee, es kann sich sein, das befriedigt mich heute Abend nicht, ich will wissen, was da los ist. Angemacht, zack. Plus. Und das hätte ich jetzt ohne so einen Lautsprecher natürlich nicht gehört. Ein Piepen. Und ich hoffe, ich kann es jetzt reproduzieren. Du siehst kein Bild. Es, es, es ist halt einfach nicht richtig initialisiert, das System. Vorhin haben wir gesehen, das leuchtet. Es leuchtet nicht. So, aber ich habe nichts geändert. Schauen wir mal. Das System geht auch nicht ohne weiteres aus. Das ist auch nicht normal. Denn wenn jetzt zum Beispiel das System nicht starten könnte und steht im BIOS, dann kannst du es direkt mit einmal klicken ausmachen. Ist hier nicht der Fall. So, also lange drücken wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, du siehst, der Patient ist mittlerweile auf die Seite gelegt. Stabile Seitenlage und äh, was soll ich da sagen? Tendenziell habe ich eine noch krassere Vermutung als das mit dem BIOS. Aber schau mal selbst. Zunächst einmal sieht die CPU völlig fein aus, keine Pins verbogen, sieht alles perfekt wie fresh vom Band gelaufen aus. Nur dann habe ich halt das Gegenstück mal betrachtet. So, ich habe das Setup schon mal alles abgebaut, weil ja, an der Stelle komme ich halt mit Setup nicht weiter. Und für die bessere Sichtbarkeit habe ich das System wieder aufgerichtet. Aus dieser Perspektive wirkt der Sockel halt normal, aber sobald man eben dann mit dem Hebel den Schlitten bewegt, sieht man hier in diesem Bereich halt einfach... Ungereimtheiten, wo es halt einfach ganz klar darauf aussieht, dass die einzelnen Kontaktflächen unter dem Plastikschlitten eben nicht mehr in Reihe und Lied sind, sondern eben falsch positioniert sind. Das heißt, der Sockel ist beschädigt und eben genau diese beschädigten Sockelteile, Sockelkontaktflächen zu den Pins an der Ryzen CPU. Können halt dafür sorgen, dass eine Kontaktschwäche vorhanden ist und eben dadurch die CPU nicht erkannt wird und dadurch wiederum das System einfach nicht korrekt startet bzw. nicht korrekt initialisiert werden kann. Ich werde jetzt an einer Lösung arbeiten, um das Problem hier vom Tisch zu bekommen, damit auch natürlich der Besitzer wieder zocken kann. Bis gleich. Irgendwann später. Äh. So, ich habe mit Dominik kommuniziert, habe ihm die zwei Optionen genannt, die es gibt und zwar erstens. Ich schicke ihm den PC und ohne weitere Bearbeitung zurück. Oder Option 2, dass ich mich um ein Austausch-Mainboard kümmere. Er hat sich für Option Nummer 2 entschieden. Das ist völlig fein. Und so habe ich Asus kontaktiert und auch um Hilfe gebeten. Und Asus hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen und hier mit einem brandneuen ARM-4-Mainboard mit B550 Chipsatz zu unterstützen. Gleichzeitig geht aber auch das alte defekte x 470 mainboard dann zurück zu Asus. Die werden sich das Mainboard anschauen, den Schaden bei gut wie sowas zustande gekommen ist und so weiter und so fort und dann, wenn ich da entsprechend ein Feedback von Asus habe, werde ich euch das in einem späteren Video nochmal wissen lassen, denn mich interessiert es brennend, wie sowas passieren kann und vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass das ja nicht der erste Fall ist, wo wir sowas haben, sondern der zweite, vielleicht sogar dritte Fall ist und die CPUs grundsätzlich immer gut aussahen, nur irgendwie waren diese Socke, ARM4-Socke äh, immer irgendwie in diesem Zustand und ich möchte einfach dieses Mysterium zusammen mit Asus klären wie sowas einfach technisch zustande kommt. Schauen wir uns das Mainboard noch mal kurz an. Mit Blick auf das bisherige X470 Mainboard und dessen Gestaltung, also schwarz-weiß, ein bisschen Silber, dachte ich mir, was passt besser als das ROG Strix B550A Gaming Mainboard mit am ähm, 4 natürlich B550 Chipsets. Und wir haben hier die Möglichkeit, PCIe Express 4.0 Geräte zu nutzen, beispielsweise eine Grafikkarte oder auch M.2 SSD. Eine weitere M.2 SSD lässt sich hier unten verbauen. DDR4 Support. Wir haben in der Summe natürlich ein schickes Design plus schöne große Spannungsweise. Kühler und vor allen Dingen auch alles mit dabei, was das RGB-Herz höher schlägen lässt, wie zum Beispiel mehrere RGB- als auch ARGB-Heller. Dazu ein super modernes I.O.-Panel, unter anderem mit USB-Typ-C, 2,5 G LAN, aber natürlich auch einen umfangreichen Audiobereich. Und hier unten habe ich gerade gesehen, ah, hier ist noch Folie, die können wir gleich mal abmachen. Ne? So, viel besser. Rund um ein super geiles Mainboard habe ich schon diverse Male hier auf dem Kanal genutzt. Ich verlinke dir das gute Stück mal in der Beschreibung für alle Ryzen 3000 und 5000 CPUs geeignet. Nee, ohne Witz, Freunde, das ist einfach super sexy, dieses Mainboard. Gerade auch mal mit Blick auf die bisherige Konfiguration. Was passt hier besser als dieses Mainboard? Einfach nice. Danke, Asos. Mainboard sitzt drin, sieht wirklich gut aus und damit wir letztendlich alle auch wirklich nach diesem Video ruhig schlafen können, insbesondere Dominik, aber natürlich auch meine Wenigkeit, Fliegt dieses uralte Silence-Netzteil raus. Hässliches Kabelgedöns, zudem in lauter Lüfter und vor allen Dingen auch nicht 2023 lag. Like. Also, ich habe da echt nichts mehr übrig für diese Netzteile. Die fliegen bei mir konsequent raus. Und das Netzteil wird ersetzt gegen ein Straight Power 11 mit 750 Watt, 80 plus Gold, Zertifizierung, vollmodularer Aufbau und einem Silent Wings Lüfter. Bedeutet leises Netzteil und gib ihm. Dann wird es Zeit für einen finalen Test und. Natürlich der Verifizierung, ob das, was ich hier gerade alles gemacht habe, auch wirklich zielführend war. So, das sieht doch gut aus. Arbeitsspeicher korrekt erkannt, CPU korrekt erkannt. Und natürlich gibt es ein neues BIOS, die Version 3002 und das Update führe ich glatt mal durch. So, das Betriebssystem läuft mittlerweile, wir takten jetzt hier mit 4,2 GHz anstelle der vorherigen 3,9 GHz. Übrigens konnte ich auch das XMP Profile laden und der Arbeitsspeicher läuft trotz der wilden Konstellation aus unterschiedlich getakteten Modulen mit 2666 MHz und ich möchte hier abschließend noch einmal schauen, wie viele Punkte das System jetzt hier erzielt in Cinebench R20 und damit natürlich auch sicherstellen, dass das System frei von Problemen Läuft. Und damit komme ich auf 3717 Punkte. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind das exakt 202 Punkte mehr als in der vorherigen Konfiguration mit dem X470 Mainboard. Würde mich auch irgendwo nicht wundern, dass diese geringere Punktzahl zusammen mit geringerem Takt eben aufgrund des defekten Mainboard-Sockels zusammenhängt. Gut, meine Freunde, damit ist es wieder geschafft. Wir haben das Problem nach längerer Suche identifizieren können und mit Hilfe von ASUS natürlich auch beheben können. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es Feedback gibt von Asus zur Analyse des defekten X470 Mainboards, bin ich super gespannt und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Fix My PC wieder. Übrigens fällt mir auch gerade auf, irgendwie sind die meisten Systeme bei Fix My PC irgendwie immer AMD basiert. Falls ich mich täusche, schreib es gerne in die Kommentare an dieser Stelle. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, Däumchen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis neulich und ganz genau. Ciao!